Hallo und willkommen bei Draufsicht. Wir sind aufgeklärt, wir sind modern, wir sind gerecht, wir sind absolut vorurteilsfrei, weil absolut offen. Was einzig und allein zählt, das ist die Leistung und nicht das Geschlecht. Ist das wirklich immer so? In unserer heutigen Ausgabe von Draufsicht schauen wir uns das Thema Gleichberechtigung an. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben war bis ins 20. Jahrhundert über das Geschlecht bestimmt. Männer und Frauen hatten klar definierte Aufgaben. Heute scheinen diese Grenzen überwunden zu sein. Geschlechtergerechtigkeit, gibt's das? Ein Überblick. Arm aber sexy, so wirbt Berlin für sich. Ein cooler Spruch, aber was steht dahinter? Gender Mainstreaming, Geschlechtergerechtigkeit, Frauenquote, Elternzeit. An allen Ecken wird die Gleichstellung von Männern und Frauen postuliert. Auch wenn sich in den letzten Jahrzehnten auf diesem Gebiet schon einiges getan hat, Geschlechtergerechtigkeit herrscht deswegen noch lange nicht. Geschlechtsspezifische Rollenmuster sind bis heute nicht abgebaut, vor allem wenn es um Kinderbetreuung und Berufswahl geht. Doch ist das wirklich sexy? Die Erwerbstätigenquote der Frauen in Deutschland liegt mittlerweile bei über 60%. Trotzdem sind immer noch weniger Frauen als Männer erwerbstätig. Weltweit sieht die Situation noch dramatischer aus. In vielen Ländern bekommen Mädchen und Frauen, wenn überhaupt, nur eine schulische Grundbildung und dürfen oft keinen Beruf ergreifen. Um die Rechte von Mädchen und Frauen weltweit zu stärken, wurde diesem Thema sogar ein gesondertes Millennium-Entwicklungsziel gewidmet. Besonders auch die Kompetenzen und Fähigkeiten von Frauen können einen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen Armut leisten. Erst seit 35 Jahren dürfen Frauen in Deutschland eine Arbeit ausüben, ohne vorher ihren Ehemann um Erlaubnis zu bitten. Auch die gesetzlich festgeschriebene Aufgabenteilung wird erst Ende der 70er Jahre aufgehoben. Heute debattieren Politik und Wirtschaft über Frauenquoten. Der Weg in eine gleichberechtigte Gesellschaft scheint lang. Bereits seit 1988 bietet die Organisation LIFE e.V. Hilfe für Beratung, Bildung und Vernetzung. Ihr bekommt nun einen Einblick in die umfassende Arbeit des Vereins und erfahrt in einem Interview mit Barbara Schöler-Macher mehr über die Hindernisse für Frauen in Ausbildung und Beruf sowie die Chancen der Vernetzung und wie der Frauenanteil in technischen Berufen erhöht werden kann. Bildung, Umwelt und Chancengleichheit, das sind die Themen von LIFE. Der gemeinnützige Berliner Verein möchte mit unterschiedlichen Bildungsangeboten zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Ein Schwerpunkt der Arbeit von LIFE ist die nachhaltige Verbesserung der Situation von Frauen in den sogenannten MINT-Berufen. Die Abkürzung MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Also gerade diejenigen Bereiche, die eher mit Männern in Verbindung gebracht werden. Nach wie vor ist der Anteil von Frauen in technischen Berufen verschwindend gering. Oftmals liegt das nicht an der fehlenden Motivation der Betriebe oder gar der Frauen, sondern an den festgefahrenen Strukturen eines männlich dominierten Berufsfeldes. LIFE fördert deshalb bereits früh Mädchen und junge Frauen, um ihnen den Einstieg in dieses Berufsfeld zu erleichtern. Aber auch erwachsenen Frauen, beispielsweise hochqualifizierten Migrantinnen, soll der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Barbara Schöler-Macher arbeitet seit 1993 bei LIFE. Seit 1998 ist sie neben Rita Eichelkraut eine der Geschäftsführerinnen. Sie betont, dass ein umfassender und langfristiger Ansatz notwendig ist, um eine Veränderung in Bildung und Wirtschaft, aber auch in den Köpfen der Menschen zu bewirken. Wir verfolgen in unserer Arbeit immer eine Doppelstrategie, weil unsere Aufgabe ja auch so groß ist, die wir uns gesetzt haben, unsere Ziele, also wirklich zur Geschlechtergerechtigkeit beizutragen. Und das ist ein dickes Brett ist, was man da bohren muss, setzen wir immer sowohl individuell an, als auch systemisch oder strukturell. Also Beispiel, wenn wir mit Schülerinnen arbeiten, um ihr Berufswahlspektrum zu erweitern, arbeiten wir gleichzeitig auch mit Lehrkräften, also bieten Lehrkräftefortbildung an, beispielsweise, oder arbeiten mit Schulleitungen auch zu dem Thema Schulentwicklung und wie kann man diese Themen in die Schulen reinbringen. Einen spielerischen Zugang zu technischen Berufen ermöglicht das Programm Roberta. An Schulen oder in der hauseigenen Werkstatt von LIFE konstruieren und programmieren die jungen Teilnehmerinnen Roboter, planen Auftritte und Bühnenshows und nehmen an internationalen Wettbewerben teil. Auf kreative Weise sammeln sie so erste Erfahrungen im Informatikbereich. Ich kann mir halt durchaus vorstellen, im technischen Bereich später zu arbeiten, einfach weil ich auch gesehen habe, dass es nichts Abschreckendes ist und man auch keine Angst vor Technik haben muss. Also es ist was Alltägliches heutzutage und
Deshalb verstehe ich auch Mädchen nicht, die sagen, Technik, nee, lass mich mal damit in Ruhe. Live bietet einige Kurse auch für Gruppen beider Geschlechter an. So zum Beispiel bei Becore, einem Berliner Projektverbund, der jungen arbeitslosen Erwachsenen unter anderem Auslandspraktika in Europa vermittelt. Auch hier steht wieder einmal Gendergerechtigkeit im Vordergrund, denn die Angebote von Becore sind so ausgerichtet, dass vor allem auch Teilnehmerinnen, die sonst nur schwer an Praktikumsplätze gelangen, ins Ausland reisen können. Was das Besondere an Becore ist, wir schicken auch alleinerziehende Mütter mit Kindern dorthin oder auch alleinerziehende Väter. Und jetzt sind in dieser Gruppe 3 Mütter dabei mit insgesamt 4 Kindern. Und ich durfte miterleben, wie die kleinen Kinder die ersten Schritte in die Kita gemacht haben. Die Mütter waren mindestens so aufgeregt wie die Kinder. Und die 2 großen Schulmädchen tatsächlich die erste Klasse kennengelernt haben. Auf dem Weg zur Realisierung der Chancengleichheit gilt es allerdings nach wie vor, einige Hürden zu überwinden. In vielen Unternehmen gibt es beispielsweise keine konkreten Strategien, um Frauen den Einstieg in technische Berufe zu erleichtern. Da ist der Anspruch ganz stark, wir behandeln hier alle gleich und wir sind offen, alle können kommen. Und es gibt aber ja aus der Diversity-Arbeit diese sehr schöne Karikatur, die hier auch neben mir zu sehen ist. Ihr müsst alle auf einen Baum klettern, also die Aufgabe richtet sich in dem Fall, wie man sich vorstellen kann, an Tiere. Also es sind beispielsweise der Affe abgebildet und der Elefant, aber eben auch der kleine Goldfisch im Glas und die Robbe. Und es ist völlig klar, die Ausgangsbedingungen sind so unterschiedlich für diese Kandidaten und in der Tierwelt, erfolgreich auf den Baum zu klettern. Und das kann man eben gut übertragen auch auf die Situation in Unternehmen, in dem Fall jetzt junge Frauen und junge Männer, bringen unterschiedliche Ausgangsbedingungen mit. Schade, dass die Arbeit von Live e.V. in unserer Gesellschaft immer noch notwendig ist. Großartig jedoch, dass es Menschen gibt, die sich so sehr für die Gleichstellung von Mann und Frau engagieren. Es ist kein magisches Fingerschnippen, es ist einfach harte Arbeit. Das zeigt ein Fall aus Kanada. Ein Polizist in Toronto empfahl Frauen, sich nicht wie Schlampen zu kleiden, damit sie nicht Opfer sexueller Gewalt würden. Das bedeutete so viel, wenn eine Frau einen Minirock trägt, geschminkt allein durch die Straßen läuft, braucht sie sich nicht über eine Vergewaltigung wundern. Gegen solche infamen Ansichten für Persönlichkeitsrechte und gegenseitigen Respekt gingen in diesem Jahr Männer und Frauen weltweit auf die Straße. Am 13. August diesen Jahres fand zum ersten Mal in Berlin der Slutwalk statt. Hierbei handelt es sich um eine Demonstration, die sich unter anderem gegen Sexismus, sexualisierte Gewalt und die sogenannte Täter-Opfer-Umkehr richtet. Der Auslöser für diese Protestbewegung war die Aussage eines Polizeipräsidenten in Toronto. Er hat behauptet, dass Frauen aufgrund ihrer Bekleidung eine Mitschuld an Vergewaltigungen tragen. Daraufhin kam es in vielen Städten der Welt zu Demonstrationen. Die meisten Medien haben jedoch sehr einseitig über die jeweilige Veranstaltung berichtet und hauptsächlich die provokative und unorthodoxe Art und Weise der Umsetzung beleuchtet. Wir waren in Berlin dabei und haben uns selbst ein Bild vom Slutwalk gemacht. Also ich bin hier, um zu zeigen, dass es wirklich total egal ist, was man anhat. Also dass man immer irgendwie belästigt werden kann oder ja, also auch wenn man zu Hause ist. Ich möchte auch nochmal auf diese ganz allgemein subtilen täglichen Belästigungen aufmerksam machen, denen Frau ganz oft ausgesetzt ist und sich da einfach zu wehren gegen. Schlampen dieser Welt, vereinigt euch. Und deshalb bin ich hier. Was sind Schlampen für dich? In einer positiven Definition Menschen, die ihr Liebes- und Geschlechtsleben so gestalten, wie sie das für richtig halten. Also mir geht es um die strukturelle Tätergewalt, die nicht thematisiert wird und die mich aufregt. Also gerade den Strauß-Kahn-Fall und den Kachelmann-Fall, weil da quasi immer auf der Seite der Täter argumentiert wird. Und wie wir gehört haben, gibt es unterschiedliche Gründe, die die Menschen zur Teilnahme am Slutwalk bewegt. Über die Ziele der Veranstaltung gibt uns die Sozialwissenschaftlerin Frau Rönnecke Auskunft. Ich denke, das allererste Ziel war, dass man Aufmerksamkeit schafft für das Thema. Das zweite Ziel sicherlich, Menschen wieder auf die Straße zu bringen. Es ist ja im Grunde seit 20, 30 Jahren sehr schwierig gewesen, Frauen und Männer für ein geschlechterpolitisches Thema auf die Straße zu bringen. Der Slutwalk hat es wieder geschafft, Menschen für Geschlechterpolitik auf die Straße zu bringen, im weitesten Sinne. Und das dritte ist, was sich daraus einfach ergeben hat, dass sich Menschen vernetzt haben.
Die meisten Medien haben in erster Linie nur über die Umsetzung der Protestbewegung berichtet. Die wirklichen Ziele haben sie weniger hinterfragt. Warum die Teilnehmer des Slutwalks ausgerechnet auf eine so provozierende Art und Weise auf die Straße gehen, dazu noch einmal Frau Rönnecke. Ich glaube, diejenigen, die den Slutwalk kritisieren, weil dort die Frauen oder Männer so leicht bekleidet sind, denken eben genau in der Art und Weise, die vom Slutwalk kritisiert wird. Das glaube ich, wenn man wahrnehmen würde, dass die Opfer keine Schuld an so etwas tragen, dann ist die automatische Umkehr, dass jede Frau jederzeit Opfer werden kann. Und dieses Bewusstsein, dass jede Frau jederzeit Opfer sein kann, ist einfach wahnsinnig erschreckend. Und ich glaube, das wird dann verdrängt. Manche sind sogar der Meinung, dass der Protest noch radikaler und breiter angelegt sein sollte, um das Thema so noch stärker zu politisieren. So, dass wir jetzt alle uns als Schlampen hinstellen, finde ich einerseits gut, andererseits auch ein bisschen problematisch. Also, weil es betrifft ja nicht nur diejenigen. Es ist ja auch, das Gleiche gibt es ja auch in anderen Kulturen mit Verhüllen und so weiter. Wenn die Frau nicht richtig angezogen ist und quasi irgendwo schaut ein Finger raus, dann ist sie selber schuld. Das ist ja was Kulturübergreifendes und ein großes Problem. Und ich denke, es betrifft nicht nur Schlampen-Outfit, auch wenn es von diesen Polizisten quasi ausgelöst wurde, die Slutwalks. Obwohl sich der Slutwalk an alle Gruppen der Gesellschaft richtet, waren Menschen mit migrantischem Hintergrund wenig bis gar nicht vertreten. Wie kann das verändert werden? Ich glaube, da ist es auch die Aufgabe der Veranstalterin des Slutwalks, noch ein bisschen stärker zu kommunizieren, dass diese Menschen sich auch integrieren können oder dass wirklich auch alle Migrantinnen das Gefühl haben, sie sind mitgemeint, sie sind auch angesprochen und sie dürfen auch verschleiert zum Beispiel dahin kommen und dafür demonstrieren. Der Slutwalk hat ein wichtiges Signal gesetzt, die Geschlechterproblematik stärker in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Wie der Christopher Street Day hat auch diese Veranstaltung das Potenzial, sich zu einer festen Institution zu entwickeln. Große Städte stehen weltweit für soziale Vielfalt. Hier werden unterschiedliche Lebensformen und Weltanschauungen eher akzeptiert als in ländlichen Regionen. Doch auch in Metropolen ist Gleichberechtigung nicht selbstverständlich. Das war die vierte Ausgabe von Draufsicht. Was steht in deiner Macht heute zum Thema soziale Geschlechtergerechtigkeit? Fragen, Wünsche und Probleme wie immer an die bekannte Adresse. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe, dann in anderer Besetzung, wenn ihr wollt. Bis dahin.